Mir hat gerade auf Instagram hat mir Marimojo gerade geschrieben, dass sein Paket angekommen ist. Ich habe doch die Verlosung habe ich doch an Maxi und an Maxi hat doch aus Österreich hat doch was also schwarze Joghurt hat doch oder bzw. Darf Joghurt. Alter, er ist wieder am Abzappeln, Junge. Er ist wieder am Abzappeln. Ihm geht's gar nicht gut, Alter. Er hat richtig Bock. Was geht ab? Juhu. Was ein Epileptiker, Junge. Ich feiere es jedes Mal so wieder, ey. Enchanted, I'm Okay, sure. komm, rein da. so, erstmal wieder klarkommen, was gab's denn? Dann gucken wir mal hier kurz für euch. Ich habe doch die Verlosung gemacht, wo quasi an Marimocha 2 Stück vom 1000 Followers Team 2 Sachen gewonnen und hier Darf Joghurt hat auch eins gewonnen und es ging alles nach Österreich, weil das beides Österreich sind. Es waren drei Sachen, die ich verlost habe und die haben jeweils, haben die ein, also Maxi hat eins gewonnen und Marimocha hat 2 gewonnen. Und ich habe die vor 2 Wochen nach Österreich losgeschickt, vor 2 Wochen die Pakete. Und die sind bis jetzt nicht angekommen. Es hat mir Marimocho gerade geschrieben, dass seins angekommen ist. Das heißt, schon mal eins ist auf jeden Fall angekommen und das heißt, das ist schon mal nicht komplett verloren gegangen, die Sendung. Das hat mich gerade dezent erleichtert, wirklich. Ich hoffe mal, dass das vom Maxi heute auch ankommt oder die Tage dann. Der schreibt mir bestimmt nochmal dann auch. Mein Laptop packt Stream und Spiel nicht gleichzeitig und habe deswegen den Stream über die Xbox am Laufen und dachte, ich kann noch kurz aufs Klo, wenn die Lobby nicht voll ist. Schwierig. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass du das bist, weil wenn ich wusste, dass du das bist, hätte ich im Chat einfach gefragt. Aber ich dachte vorher, das wäre irgendjemand, nicht Deutsches quasi, irgendein internationaler Zuschauer, dachte ich. Okay, ich bin gerade so happy, dass ein Paket angekommen ist. Das heißt, das von Maxi müsste auch noch ankommen. Und dann gucken wir, Maxi ist, glaube ich, gerade nicht im Chat. Aber das heißt, er bekommt bestimmt die Tage auch seins noch. Kein Ding, wie gesagt. Hier. My quiver and bow are ready. In the service. Mal gucken wir mal, was jetzt die Runde rausläuft. Das war jetzt auf jeden Fall, die letzten Runden waren wieder sehr nice. Jetzt hoffen wir, dass die Runde auf was Gutes hinausläuft auch. Und das ist gerade nur im Moment noch relativ Lord Abelanis. Machen wir mal den Move einfach. Knights plus Fernkampfbuff plus Undead Buff. Das sollte auf jeden Fall easy reichen. Und ich kaufe die. Ja, nicht mal Morphling mit, einfach Spaß. Vielleicht kommt der Juggernaut voll viel auf einmal, dann können wir die Juggernaut-Switch spielen. Ich tue auf meiner Konsole, auf meiner PlayStation. Ich benutze die Legend gar nicht, nur zum DVD schauen benutze ich die. Einfach nur zum DVD schauen, für nichts anderes. My quiver and bow are ready. One way follows another. So, jetzt entscheidet sich, ob es auf Hunter oder auf Knights geht oder auf Gods. Oder auf Elfen. Wird schon ein wichtiger Roll gerade. Okay, er gibt mir 4 Elfen, der Roll. Er gibt mir einfach 4 Elfen. I bring an end. In the service of Salamene. Eyes up and shields front. Diese Aufstellung. Gibt's, okay, nee, es gibt nicht mal das bessere Items-Dingens. Kein Legendary, doch, es gibt einen Legendary Elf, die Templer, keinen Broker. Okay, ich weiß nicht, ob das für die Draw reicht, der Shot von der Mirana. Doch, es reicht auf jeden Fall, wenn ich drauf will. Okay, die Shot auf jeden Fall noch. Er misst. Ah, die Misses haben geregelt. Komm, direkt mal Upgrades ziehen. Gönn mir. Komm, wir gehen einfach greedy auf Gold jetzt. Let's be a little bit greedy. Gucken wir hier jetzt schon mal rein. Mana für die Backline. Magic Charm für die Backline. Cool. Damit könnten wir auch Richtung Trident gehen später.
Vielleicht macht er jetzt sogar One-Shot die Diener weg. Ich hätte mal Kaya bauen sollen. Das kann ich gleich noch machen. Pumpe die One-Shot weg, macht damit. Oh, mit Kaya ist auch nicht gereicht. Es wäre nicht so viel Schaden mehr gewesen. Okay, Leute, wir haben Runde 5 und wir haben 10 Gold. Das ist echt okay. Wir haben natürlich dafür, unser Team ist halt nix. Aber wir können uns gute Elfen aufbauen, denke ich. Gut wäre es, ein paar Druiden zu sehen. Gibt kein. Aber Leute, stimmt, es gibt kein Kaya mehr, oder? Ey, ich muss mich so an die neuen Items noch gewöhnen. Das ist so hart. Einfach kein Kaya mehr, aber den Mystic Staff ist halt jetzt krass. Das ist krass, aber stärker. What is this? A game of some sort? Schmutzfinks mit. Der Hunter wäre halt auch als Übergang vielleicht ganz gut gewesen vorher. Trident ist krass. Ich weiß nicht, ob Trident so krass ist. Ehrlich, Virgil, ich hatte Trident einmal. Aber das Ding ist halt, als ich Trident hatte, habe ich gegen kein Team gespielt, der doppelte Units hatte. Oh yeah. Ey, Klassiko. Thanks for the raid, mate. I appreciate it and welcome to all raiders. Liebe in Chat für Klassiko. Welcome everybody. Hope you had a nice stream, mate. Guck mal, da kommen die Leute rüber. Alter, heute ist Tag der Raids auch irgendwie. Wir hatten schon 2 Raids heute oder 3. Ne, 2 glaube ich. Einen von einen von der Klassiko jetzt und davor der Raid von Greg schon. Sehr, sehr nice. Erdbeermilch? Du magst Erdbeermilch? Prima Balagan, danke für den Follow, willkommen bei den Paulanern. Habe es. Jetzt, warte mal, ich muss mir gleich mal durchlesen die Nachricht, sorry. Erdbeermilch? Hey, thanks for the follow, Angry Crane. Jetzt kommen die ganzen Follows rein auch noch. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. So gefällt mir das. Hab es jetzt mehrmals gehabt und Legi Akir war ein Witz Zeus mit einer Ult 25k Damage ohne Mage Buff. Ja gut, klar, gegen Legi Akir ist natürlich der ultimative Counter Virtual. Gegen halt Jun, also gegen Sachen, die doppelt gestellt werden halt auch. Hey, Great 2. Danke für dein Follow, willkommen bei den Paulanern. Ich glaube, sind alles zwar keine Deutschen, einfach auf Deutsch mal einfach sagen. Erdbeermilch? Du magst Erdbeermilch? Und Sean hört sich die ganze Zeit selbst. Erdbeermilch? Selbst 9 Elfen verlieren dagegen. Okay, obwohl er kann, aber Trident dürfte doch nur stark sein bei doppelten Units. Was bringt. Ja, gut. Okay, 9 Elfen hat die Kopien halt. Wahrscheinlich hilft es auch die Kopien auch, oder? Weil dann die Kopien auch noch angegriffen werden. Dann ist es ja auch wieder was, was das 9 Elfen gecountert werden. Dadurch. Ich glaube, weil das countert alles, was es so an doppelten Sachen gibt. Alter, die Elfen haben schon Bock, die Runde. Mal gucken, ob das genug Elfen sind für Sechser. Ja, alles selbst gegen Venno. Wenn der mehrere Sachen spawnt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob es gegen jedes Threat OP ist. Ich finde es OP in den hohen Lobbys gibt es immer einen, der Akir spielt, also ist man gezwungen, es zu bauen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ich spiele eh nicht in so hohen Lobbys. Ich spiele immer nur mit der Low-Community hier. Nein, Spaß. Ach Mann, ich meine es nicht ernst. Ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn ich so einen schlechten Witz bringe, so einen bösen. Heute seid die Besten. Ich meine sowas nie ernst, ihr dürft es nicht falsch verstehen. Oh, der Ult war wichtig, dass die rauskommt. Was gekillt. Vielleicht killt er nochmal den Witch. Abgehoben. Ja, aber verdient. Das Abgehoben war aber auch echt verdient. Ich versuche mal diesmal mich nur auf die Elfen zu konzentrieren und nicht irgendwie auf Terrorbelt oder sowas zu gehen. Dieses Team ist so ultimativ random. Es wäre eh nur eine Runde gewesen, in der ich noch ihr Dingens gespielt hätte. Kaya, Enchantress. Nach einer Runde, nachher stehe ich eh 6er Elfen rein. In jedem Gag steht immer ein bisschen Wahrheit. Hab ich auch mal gehört.
Aber in dem ausnahmsweise nicht. Ich denke generell auf dem Carry sollte man Trident halt einfach bauen, oder? Okay, aber immerhin haben wir noch die eine gekillt, aber für Patsch wird es nicht mehr reichen. Ach so, nicht Trident, Tyrant. Was ein Elfenroll, Junge. Warte mal, okay, sorry, ich habe Trident jetzt gerade verwechselt. Was ist denn, wo ist denn Tyrant? Nicht blind. Giant's Ring. Cloak of Tyrant heißt die. Wo ist denn die? Ist die bei den ersten oder bei den zweiten? Oh, zum Glück hat die nochmal die Ult ready. The stars are in alignment and our victory is certain. Das ist so krass damit, okay. My arrow pierces the wind. Aquilo wieder. It's that Rogue again. Thanks. Oder danke besser gesagt, warte mal. Das war alles so auf Englisch geschrieben. Ich glaube, Udra war doch kein Engländer. Kein Engländer, kein, also ein Deutscher. Allegiant wird zum Demon durch CK und ballert durch alles durch. True, das ist nicht schlecht. Ey, wie wär's mit so Abwechslung mal mit Elfen? Ach, Kuchen, Mann! Es tut mir leid, aber die Elfen kommen auch echt gut die Runde. Wir haben 25 Gold, wir haben schon alle Elfen, die wir brauchen. Wir müssen nur noch rollen eigentlich, um unser Leben chillen danach. Es tut mir ehrlich leid. Weil mein Magic Damage dürfte nicht schlecht sein, oder müsste okay sein, oder? Auf der Marcy auch. Vielleicht sollten wir aber erstmal auf Windranger packen, den Magic Damage. Marcy 3 mit fetten Items für YouTube. Ja, das würde ich auch fühlen, die Runde. Ich werde diesmal kein Terrorbett mitnehmen. Ich werde diesmal einfach auf das Zeug gehen, was ich hier habe. Und halt mit vor allem auf die Marcy dann. Das Terrorbett hat mir letztes Mal so viel Zeit gekostet. Dann gehe ich lieber auf Level 7, tue ich lieber dann die Monks reinstellen dazu. Gibt man der Marcy die Items hier jetzt oder nicht? Oh, Terrorblade. You can't keep a demon down. Oder gehen wir zu der Windranger. Ich glaube, auf der Windranger ist mir fast lieber. Und Runde 15, dann wenn Marcy auf 2 ist, können wir es dann doch Marcy geben. Aber wenigstens dann nicht mehr mit Tibisa und mit was anderem. Ja, ich lösche den gleich wieder. Manisch auf ihr und Magic Damage immer gut, okay. Ja, mach ich dann. Aber ich auf. Der schalt eine 4-Star, die Windranger, aber gut, das heißt ja nicht zwingend was. Ricket auf Nibok hier, I guess. Und der hat echt schon gut gezogen. Hat er noch Kohle? Ja, 20 Gold, Winning Streak. Aber er ist noch Level 5, okay. Oh, Windranger war gerade ready. Hab ich immer in ihn gekillt mit der Windranger. Oh oh, da werden mit Druiden weggekauft, sehe ich gerade. Ja, okay, wir haben gleich den Geldvorteil, Leute. Schön wäre es mal ein Tree oder so zu ziehen. Okay, so sind wir immer auf 40 Gold. Welcher Dismiss bei Elfen? Ich würde fast sagen Wizard Dismiss dieses Mal. Ich brauche die drei Slots und dann mit Wizards habe ich alle drei Slots frei. Oder halt wieder den Akir Dismiss. Akir oder Wizards? Wenn ich halt eher auf die 3 Stars hier gehen will, ist schon ein Ding besser. Vor allem mit den LD halt auch dann gleich will. Ich glaube Akir ist besser. Gestern Runde 23, 6 Elfen, alle auf 3 und Late Game 9 Elfen gespielt, trotzdem verloren gegen Runde 3.
Gegen Runde 3 Chairo, man ist Level 3 Chairo wahrscheinlich. Ach, Chairo und Runde 8 Hacky Drop, okay, sowas. Ja gut, klar, machst halt nichts gegen... Gegen solche Drops machst du halt nichts. Wenn man Max Drops hat und dann Level 3er Legendary hochzieht oder mit Akirde später spielt, ist der beste Weg. Die Drops mitnehmen, die Golden Rolls mitnehmen im Late Game, dann halt ein paar Level 3 Assassins zocken und ein paar Level 2 Assassins mit Arc Warden und zwei Akirs maybe noch. Dann ist halt. Das kann, glaube ich, wirklich fast gar nichts mehr besiegen werden. Enchanted, I'm sure. Just sharpen my spear and I'm ready to go. Doch, Trident. Ja, okay, Trident von mir aus. Alter, du bist so Trident verliebt, Junge. Unglaublich. wir brauchen auf jeden Fall für Runde 15 gleich mal ein paar Upgrades. Alter, diese Level 1er Parade hier ist unglaublich. Sollen wir schön dich. Ja, er tut aber auch Tryhard so todes reinrollen, Alter. Lass mal wenigstens, dass da vorne 2-3 Stück sterben. Komm, ich will noch den, dass der Tinker hinten stirbt. Okay, Leute, wir sind Half-Life, aber wir haben jetzt mal die Möglichkeit, gut zu rollen. Wir müssen Runde 15 gewinnen. Wir haben ganz viele Pärchen, weil die Ruinen sind ja auch Pärchen so gesehen. What is this? A game of some sort? Vile sorcerer. Trees are not so good with me. I'll not. I bring an end to magic. In green. On my way. Hoffe, das reicht jetzt damit dann. Noch einen Tree für Tree 3. Auf diesem Two-Star-Team ist aber gleich ein Three-Star-Team. Ich habe gerade auch ein Video, wo er zeigt, wie abartig Trident ist. Der Great macht generell auch solche Sachen, also die Videos in die Richtung. Das ist einfach was gar nichts für mich ist. Ich gucke mir nie irgendwelche Statistik an. Ich spiele so nach Feeling immer noch ja nur. I bring an end to magic. In green, I go. Enchanted, I'm sure. My pet thanks you. Ich spiele als Embold, okay. Kann der dumme Vitality Booster was hier? Das komische Ding, ich baue das einfach wieder. Ich check noch nicht ganz, es taunted irgendwie und macht einen doppelten Block oder sowas. Hä? Mal. Warte, wenn sie sich nicht hier anschauen, was die machen, bin ich gerade dumm. Ich bin grad ein bisschen lost. Warum steht das da hinten? Der Soul Booster macht noch gar nichts. Also Giant Ring dann, okay, das ist das größere Ding. Brauche ich den Giant Ring da? Was macht der Giant Ring genau? Der tauntet alle nearby Enemies und tut den doppelten Block für 7 Sekunden. Ne? Ein Gainen. Das ist was ganz anderes. Was macht Bloodstone? Bloodstone habe ich gedacht. Was macht Bloodstone? Trees are not so good with motion. I'll not be rushed. Ich glaube, ich würde jetzt aber doch wieder anfangen. Wenn ich jetzt Terrorblades ziehe, würde ich glaube ich wieder anfangen, die zu sammeln, weil jetzt habe ich echt dann. Ich werde die Runde keine Platzprobleme haben, weil die Druiden schon gut kommen. Dann nehmen wir Marcies mit und Terrorblades und Monkey Kings noch. Boah, ich brauche unbedingt Monopoly gleich.
Okay, I see. Aber dann sollte man das eigentlich keiner Unit geben. Ja, keine Ahnung. Ja, wobei, man soll schon seinem Carry trotzdem dann das geben, das Item. Aber ich will nicht, dass der Carry stirbt, andererseits wieder. Das ist der Monkey-Affe King schon. My arrow pierces the wind. Wurde gerade dismissed. Clockwork. Juckt nicht. In green, I go on my way. On my way. Luke, I am a robot. Mein Lieblingsname, Zerficknis. Ehre geht raus. Danke für den 7. Monat Prime. Leute, haut mal ein bisschen Liebe in den Chat für den guten Zerficknis. Vielen Dank für den Support. Ehre. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Auf Carry stecken lassen, dann switchen ist ein bisschen sinnlos. Ja. Ehre auf jeden Fall. Vielen Dank für den Support. Danke dir. Ich muss sagen, der Chat ist heute sehr, sehr ruhig. Wir sind heute zwar viele Zuschauer, aber auch viele durch Raids und sowas. Vielleicht liegt es daran, dass wir heute so viele Leute durch Raids und so viele neue Leute. Der Chat ist heute echt, weil die neuen Leute am meisten noch schreiben heute. Der Chat ist heute sehr, sehr ruhig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ehrlich. Ich weiß es nicht. Wir haben heute einen sehr, sehr, sehr ruhigen Chat. Aber ist ja auch mal okay. My arrow pierces the vile. I bring an end to magic. Ja, Virgin schreibt auch viel. Moin, ist das nur bei mir so, dass deine Webcam verpixelt, also unscharf? Der nächste. Wieso ist meine Webcam unscharf? Die ist doch nicht unscharf. Hallo Dragonsmile, moin moin. Ich glaube, Dragonsmile wurde von Lemon Squeezy, glaube ich, bezahlt, dass der hier reinkommt. Kann es aber den stärksten Tanks geben wie Tree, und der kann. Dann stirbt auch nicht zu schnell, so heilt er den Carry dann auch. Ja, das wäre mir auch eine Option, Troak. Der Chat muss auch mal ruhig sein. Ha, was habe ich da losgedreht mit deiner Cam? Ja, ohne Witz, ich wurde in 1,5 Jahren wurde ich nie auf meine Webcam angesprochen, dass die unscharf ist. Und jetzt schreibst du das einmal rein, jetzt schreibst du Strengths mal rein. Es hat niemand gesagt, dass meine Cam unscharf ist. Ich sehe auch keine unscharf. Ich bin nicht unscharf. Ich sehe mich hier links, aber auch nur im kleinen Kontrollbildschirm. Ich bin doch nicht unscharf, Leute. Komm da nicht drauf klar. Macht mich einfach fertig. I bring an end to magic. Diese Anschuldigung. Eine unscharfen Webcam. You can't keep a demon down. Hat sich trotzdem gelohnt, Leute, noch mehr zu rollen. Außer ich bekomme jetzt nochmal Family Discount, dann wäre es eigentlich egal gewesen. Das liegt an 27p und bei 180 wäre es scharf und in HD. Ja, ich streame auch nur in 720p, Leute. Aber auf YouTube müssten die Videos dann schärfer sein wahrscheinlich, oder? Auf YouTube könnt ihr es auf 1080 stellen. Is it over already? Wenn ich nicht falsch liege. Good. Ja, Family Good. Discount wäre auch. Ding, Family Discount ist. Nehmen wir mal Family Discount. Auch wenn das andere Teil auch nice gewesen wäre. Contract. Enchanted, I'm sure. I just sharpened my spear and I'm ready to go. Ich will auf jeden Fall auch immer der Arbeit anfangen, wenn es irgendwie geht. Vile Sorcerers. To thy just reward, my blade compels thee. Ich schaue deine Videos nicht unterstützen und man ja doch nie aus Ehre. Wobei ich ja meistens trotzdem mehr von euch lerne. Als ihr von mir. Wir haben jetzt schon ein paar Level 3 inzwischen fertig. Die Master geht auch hart Richtung Level 3. Oha, die ist einfach draufgegangen und kommen da mit Master Strength ist und der Crush. Akir spielen hast du dir bei mir abgeschaut. Aber meinst du Akir mit Ding im Late quasi, Virtual? Mit Arkworn oder generell Akir? Jetzt Akir war ich ja, am Anfang habe ich ja nie Akir gespielt. Mit Arg, okay.
Spiel hat irgendeinen Mod am Start oder sowas. Versucht es gerade selber zu schaffen, Leute. Sorry. Warte mal. Mod-Symbole. So, hier. Oh Leute, dass ich so langsam war. Ich war nicht vorbereitet, dass ich moderieren muss. Gehen wir mal einfach nicht weiter drauf ein. Habe ich es eigentlich mit dem neuesten Update richtig verstanden, dass der Anti-Mage-generische Dämon daran hindert, Mana zu sammeln und das auch nur daran, dass er auf dem Feld ist? Ich glaube, er tut immer nur... Ich weiß es nicht. Da steht, burns enemies Mana per Hit and deals same amount of physical damage. Per Hit, also vom Schlagen, steht ja noch dran zumindest. You can't keep a demon down. Dann nehmen wir mal die Taube, jetzt mir kann ja nicht schaden. Ich weiß selbst auch zwei später dann für Demon Hunter. Aber ich gehe mir auch nochmal auf Demon Hunter, weil man gibt es die Runde wieder. In die Runde kann man keine Demon Hunter spielen, außer mit Dark Gear, aber Dark Gear gab es auch nicht, okay. Hallo Manuel, moin moin. Das hat er auch vorher, oder? Ja klar, das hat er schon immer gemacht mit dem Anti-Mage. Also ich glaube, die haben nichts geändert bei Anti-Mage. Aber ich habe mir auch das Update wieder mal nicht richtig durchgelesen. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen. Bitte, diese Webcam-Ding macht mich fertig. Mein Bett war einfach größer jetzt, so. Die Webcam wird auch scharf, dann mach sie aus. Spaß. Aber bei mir ist die auch nicht unscharf. Das heißt, es liegt nicht an der Webcam. Das liegt einfach nur, dass ich halt mit 720p nur streamen kann, Leute. Oha, ich hab nur noch voll wenig Leben. Gut, ich hatte vorher schon 52 runter. Enchanted, I'm sure. Komm, ich will jetzt Marcy fertig ziehen. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and my pet thanks you. Mann, ich brauch die Marcy jetzt auf 3. Ist wie immer alles gut. Oh, mega unscharf. Jetzt sehe ich auch, du bist unscharf. Ein Dota-Gameplay ist scharf, das liegt an der Cam. Entweder ist der Autofokus kacke wegen des Mics im Vordergrund oder generell die Qualität an der Cam ein bisschen mau. Ey, ich sag euch, wie es ist: In meinem Kontrollbildschirm links bin ich in Full HD aufgelöst. Muss mir das mal angucken, wie ich, wenn ich selber auf Twitch mich anschaue, wie ich da aussehe. Ich glaube, so anschauen, dann sehe ich, da gucke ich auch in die Kamera rein. Okay, so sehe ich mich selber nicht. Ich finde selbst hier finde ich es nicht schlimm. Ich finde selbst am Handy finde ich es nicht schlimm, Leute. Ach, keine Ahnung. Ich bin mich verarscht von euch. Oh Gott, das war mega der strange Sound. Auf dem Handy ist ja auch klein, ja, das stimmt. Ja gut, ich weiß nicht, ob ihr mich alle auf eurem riesigen 4K-Fernseher schaut. Nur Qualitätscontent. Das hat doch auf dem Handy einfach alle Leute. Da könnt ihr auch keinen Adblocker reinmachen. Oder könnt ihr schon, aber also zumindest ist es, glaube ich, komplizierter, als es nicht am Handy zu machen. Okay, wir haben auf jeden Fall die Marcy 3 in Runde 25 immerhin mal irgendwann am Start. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe Eaglesong gebaut, daraus habe ich gar nicht geplant gehabt. Wir sehen deine Schönheit auch so. Nein, Spaß. Nächste Runde Vanillekipferl in den Ofen schieben. Hey, lass mal ein paar rüberwachsen. Ich bin richtig neidisch. Also Dragonsmite tut mir auf jeden Fall leid und natürlich auch an Lemon Squeezy, dass ihr
Ich meine, ich kann auch mal gucken, ob ich höre. Das Problem ist halt, Leute, ich glaube, einmal eine höhere Auflösung, viel höher wird es eh von Twitch runtergeregelt, weil ich kein Partner bin. Also Twitch lässt die Affiliates eh nur auf 720p, glaube ich, streamen. Das heißt, sie tun das eh auf 720p runter. Und außerdem habe ich früher eine höhere Auflösung gestreamt, die also theoretisch, obwohl es dann eh nicht höher ging, für euch zum Einstellen, glaube ich. Aber da hatten wir viel mehr Lags noch. Da hatten wir Lags immer, weil dann halt die Leistung zu schlecht war. Deswegen war immer die bessere Idee, das lieber eh auf 720p zu stellen vom Stream. Weil dann habt ihr quasi keine Lags und es wird eh von Twitch runtergestreamt, weil ich kein Partner, sondern nur Affiliate bin. Und weil Twitch nur Partnern, glaube ich, 1080p gibt. Schweige denn 4K oder sowas. Monster Kill! Nein, da war mal was. Aber wir wollen jetzt noch ein Level und ein Terrorbett erstmal reinstellen. Oder wir rollen jetzt schon mal auf ein Terrorbett 3 und auf sie noch. Sollen wir noch mal ein bisschen rollen zuerst mit dem, dem Relikt hier? I mean, wir können ja auch Monkey Kings und Wind Rangers und Miranas noch ziehen. Ich glaube, wir rollen erstmal noch ein bisschen ab Runde. Wenn wir überhaupt. Wir müssen mal gucken, wie viel Schaden wir bekommen bis Runde 30. Ich gebe dann das Ding durch nachher wieder runter, nehme Runde 30 von ihm. Okay, so, Booster, Bloodstone. Ich könnte fast Bloodstone auf jeden Fall bauen. Kein Ding, ich denke, dass du scharf aussiehst, aber wie in der Webcam bist du nicht scharf. Ich finde, ich bin schon ein scharfer Boy auch. So, wie baue ich jetzt, warte mal, das Ding hier. Okay, Pyramid-Schild, juckt mich nicht. Time for target practice. You can't keep a demon down. Oh, ich habe fast das Buch, aber dann damit jetzt. Einfach alles ihm reindrücken. Oh, warte mal, ich kann das Buch sogar bauen, ich Idiot. Lust! Ich glaube, ich sammle nochmal LDs auch jetzt. Das Master Ball wieder sammeln. Also, ich schnitte gegen Rick ab. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall eine gute Winning Streak für mich ready. Alter. Und Marcy ist schon geil, Alter. Okay, auf Level 8 wäre Terrorblade dann gleich am Start. Und danach würde ich nochmal versuchen, LD zusammen zu basteln. Vielleicht bekommen wir nur eine 30er Contract, dann haben wir nochmal richtig Kohle. Dann schaffen wir auch bestimmt 2 Level. Kann mal jemand kurz in die YouTube-Videos schauen bei mir, der gerade hier im Stream ist, kurz ein YouTube-Video von mir anklicken, gucken, ob ihr das auf 1080p stellen könnt. Wisst ihr was, ich mache das selber, wahrscheinlich will ich das wieder keine. Mal Werbung anschauen. Mal Werbung anschauen, währenddessen Geld verdienen beim Werbung anschauen. Okay, YouTube-Videos kann man auf 1080p aber stellen. Frage ist, ist da meine Cam trotzdem unscharf? Oh Mann, Leute, das hat mir wieder Sorgen gemacht. I was the devil on your shoulder. You can't keep a demon down. Enchanted, I'm sure. Das muss erstmal reichen. Immer nochmal auf 30 Gold haben wir ihn. Vielleicht bekommen wir Contract, dann sind wir noch mehr auf Gold. Hab heute. Heute neue Marcy Main. Hab heute ein Rezept für Nutella-Plätzchen gesehen und bin am Überlegen, ob ich die heute noch mache. Nutella-Plätzchen hört sich jetzt gar nicht mal so nice an. Hört sich zum Anfang, aber. Nutella-Plätzchen finde ich jetzt nicht so geil. Ich mag aber auch Nutella so. Es gibt so voll viele Sachen inzwischen mit Nutella drin. So keksmäßig, die schmecken mir alle nicht. Aber gut, selbst gemacht ist bestimmt was anderes wieder. Okay, ich nehme mal Lifesteal.
Enchanted, I'm sure. My arrow pierces the wind. You can't keep a demon down. I was the devil on your shoulder. Ja gut, richtig gemacht sind die bestimmt nice, klar, wenn man die richtig schön macht. Ich habe Trident gebaut auf Mars, ich habe gehört, das soll stark. Trident auf Mars und wir gespielt gegen Meepark hier, Junge. Lol. Ist halt Bug. Mega Kill. Leider ein Flowstar. Ich hab zwar gerade hämisch gelacht, aber ich wusste noch nicht, dass ich dich raus sah in dem Moment. Die drei Meepos umgefallen sind. Sehr schön. So, ja gut, das heißt, wir bekommen jetzt dann... Die Mirana wird auch noch bestimmt fertig schaffen, wenn ich jetzt, je nachdem wie lange das Match noch geht. Halt mal das einfach kurz. Mal den noch hier rüber. Ohne dass der Kirbuff zündet, so geil. Ja, sehr nice auf jeden Fall, wenn es funktioniert. Dann macht es auf jeden Fall Spaß. Jetzt gehe ich jetzt ein Level, stelle ihn rein. Dann würde ich danach noch auf dem nächsten Level noch Beast Buff mit LD reinstellen. Dann könnte ich LD vielleicht dann. Wobei, mich Book of Death fühlt sich schon ganz gut an auf der Mars gerade. Mars macht auf jeden Fall Freude. Was bringt Trident? Trident macht, dass die Unit, drei Units gleichzeitig angreifen. Wenn die, die greift mehrere nicht gleichzeitig, was laber ich? Die greift alle Units an, die, wenn die eine Unit angreift und es gibt doppelte Units, greift die alle an quasi. Die den gleichen Namen haben. Und tötet die gleich mit dem gleichen Namen. Virgil schreibt es mir noch mal besser rein gleich. Auf jeden Fall ist es gut, wenn Gegner doppelte Units stehen haben, das kann ich dir sagen, weil die mehrere der Units dann, die doppelt sind, angreift. Virgil schreibt gleich nochmal richtig professionell rein, wie krass das eigentlich ist. Ich glaube, gegen Illusion geht das auch, ja. Müsste. Wir hätten noch einfach Level auf Level-Ding gehen können, das wäre viel krasser gewesen als Vladimirs. Wir haben gut Leute rausgehauen und so auch. Ziehen wir uns halt prozentual hoch. Das ist aber gar nicht mal so krass, wie wenn wir einfach die Level gegangen wären und stärker geworden wären, glaube ich. Gib ja No Aim Rick. Lass mal noch kurz gucken, ob wir was fertig ziehen können. Ich habe noch Bock. Okay, die nochmal, das ist ganz cool. Genau, er greift Mibu 3 an, die anderen Mibus kommen auch aus dem Maul. Wenn du den anhast, greifst du alle Pfeile mit dem gleichen Namen an, du hast eine Chance zu crippen. Ja, ziemlich nice. Ich frage mich nur, was es mir jetzt gegen so jemanden bringt wie Jan Trident, der eh keine Doppeln hat, wahrscheinlich fast gar nichts. Alter, sie ist einfach stuck. Alter, sie ist so stuck. Jetzt fängt sie an zu fighten, Alter, 100 Jahre später. Monster Kill. Wie lange ich auch schon diese zwei Pärchen habe. In die Terrorblades denke ich mal, dass es auch zählen dürfte. Die braucht mehr Platz, ja. Die darf aber nicht zu nah an Terrorblades stehen auch.
Weil sonst war nachher Terrorblade meine Marcio oder so, das wäre auch schlecht. Hallo Mille, moin moin. Another arrow in my quiver. Thomas, die Regel mal bitte. Tja, hätte ich gesagt. Ah, wobei, nee, ist noch nicht vorbei. Aber ich hätte viel zu viel gesagt. Jan ist überstark, ist über der kranke Typ. Hab meine Streak erstmal noch entspannt. Dachte, ich kill ihn jetzt schon. Hab ich falsch gedacht. Ui, das wäre natürlich nice, meine Streak zu halten, ne? Ehre geht raus, Amirana. Ja, chillig. Mann, ich könnte auch so Sachen wie Manta und so bauen. Habe er das auch geschafft. Alter, das ging diesmal ab mit Mars, wegen den Doppeldings war das. Dem Doppelt, wie heißt er denn? Ja, ihr wisst schon. Ja, GG, schönes Match. Schönes Match, das war mal eine richtig starke Marcy mit dem Trident, Alter. Das war sehr schön, sehr schönes Match. Das war wirklich Spaß bei deinen YouTube-Zuschauern. Lasst gerne ein Like dafür, diese fette Marcy-Runde, auch wenn es Elfen waren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut's rein.